herzlich willkommen zurück bei Papa kocht bzw. Papa backt, denn jetzt geht es um Brot. Ich habe hier auf dem Kanal ganz zu Beginn ein Sauerteigbrot gezeigt. Und ich muss sagen, ich habe ganz viel dazugelernt beim Thema Backen. Ich habe bei diesem ersten Sauerteigbrot zum Beispiel die Backzeit noch nicht ganz korrekt. Die werde ich euch jetzt ganz korrekt zeigen, damit das Brot auch wirklich gut ist und durch ist und knusprig ist und knackig ist. Ich habe viel experimentiert auch noch mit dem Mehl. Welches Mehl ich benutze? Ich benutze fast nur noch Biomehl. Es hat eine ganz andere Farbe. Wenn ihr euch das mal anguckt, kauft euch mal ein herkömmliches Weizen- oder Roggenmehl und dann schaut euch diese Farbe an. Das Biomehl ist in der Regel so ein bisschen gelblich, also das Weizen- und das Dinkelmehl, und hat schon auch eine appetitlichere Farbe, und das industrielle Mehl ist oft weiß wie eine Seite, wie ein Blatt Papier. Bei all diesen Versuchen und diesen Tests ist natürlich auch mein Sauerteig immer älter geworden, was ein gutes Zeichen ist, denn er wird auch immer besser. Und jedes Mal, wenn ich den Sauerteig benutze, ziehe ich einen Teil davon hoch. Der eine Teil kommt in die zwei neuen Brote und der andere Teil geht natürlich wieder in den Kühlschrank, um dann eine Woche später oder 14 Tage später wieder gebacken zu werden. Ich backe einmal pro Woche 2 bis 3 Sauerteigbrote. Nach all diesen Experimenten und dieser Phase des Kennenlernens zum Thema Backen und auch vielen YouTube-Videos, die ich selbst schaue, von ganz tollen Bäckern, die davon leben, die Sauerteigbrot verkaufen und ausschließlich Brot verkaufen, habe ich jetzt so mein bestes Sauerteigbrot gefunden. Und das will ich euch natürlich zeigen, wie das alles funktioniert, wie die Zeiten sind, die blende ich euch ein. Da wird nicht viel gelabert, sondern da wird ganz viel einfach gezeigt. Wie man einen Sauerteig ansetzt, das kann euch viel besser ein Sauerteig-Profi-Kollege zeigen. Ich habe es auch so gemacht. Man beginnt im Grunde mit Mehl, Roggen, Vollkornmehl und Wasser. Und dann braucht man einige Tage Zeit. Ja, man füllt das immer wieder mit Mehl und Wasser auf. Man füttert diesen Teig und irgendwann hat man dann einen backfähigen Sauerteig, so wie ich den jetzt habe. Den benutzt man dann einige Male und dann wird er auch immer besser, auch immer backfähiger. Und irgendwann brauchst du auch wirklich überhaupt keine Hefe mehr, sondern dann geht dein Brot von diesem Sauerteig kräftig auf und wird luftig und lecker und mit einer schönen Kruste. Und wie dieses Mal das Brot aussieht, zeige ich euch gleich. So, jetzt genug geredet. Viel Spaß beim Sauerteig Roggenvollkornbrot, Roggenvollkorn gemischt mit Weizen, 1050er Mehl, beides Bio. Guten Appetit. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich.
Thank you.